Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platinum. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die epischen 30 Minuten Pokémon fangen gespielt, was ganz gut war. Und der Grund war, warum es jetzt länger keine Folge mehr gab, lag daran, dass ich wieder trainiert habe, und zwar ohne Ende. Und zwar keine Pokémon aus unserem Team, sondern, die sind ja eh schon stark genug, vielmehr Pokémon, die sich entwickeln. Und ich habe es ja schon angekündigt, dass ich das mal machen werde und dann demnächst eine Folge zusammenschneide, wo ihr lauter Entwicklungen sehen werdet, die ich jetzt gemacht habe. Deswegen war es auch ganz praktisch, dass wir so viele Pokémon gefangen haben, weil ich die dann auch gleich trainieren konnte. Das hat ja alles nicht so wirklich lange gedauert, beziehungsweise nicht das einzelne Pokémon, aber die Anzahl, die ich gemacht habe, natürlich schon. Aber das musste ich ja auch mal machen und das werden wir demnächst sehen. Jetzt erstmal nicht, denn jetzt wird es echt mal Zeit, dass wir uns wieder mit der Hauptstory beschäftigen. Wir werden uns komplett jetzt darauf erstmal konzentrieren. Und ja, jetzt erstmal so ein kleiner Fail. Weil ich mir gedacht habe, ja, wir gehen jetzt hier mal rein, bla bla bla. Und wir kommen ja hier nicht weiter, weil uns der Schlüssel fehlt. Jetzt war ich lange, wusste ich ja gar nicht so wirklich, was ich machen konnte. Aber ich bin ehrlich gesagt ja auch blöd, ne? Hier sind noch zwei Türen. Warum komme ich eigentlich nicht auf die Idee, mal in die rechte zum Beispiel zu gehen? Total dämlich. Denn hier sehen wir... Was ist das denn? Kannst du was? Steht da irgendwie, was das ist? Alles gehört uns. Ja. Was bist du denn? Okay. Aber wir merken, dass auch hier wir nicht weiterkommen. Nun, ja, okay. Fail. Aber es gibt ja Gott sei Dank noch eine linke Tür. Und vielleicht geht's ja hier weiter. Sieh eine an. Hier sind Leute. Und hier ist... Nein, scheiße. Hä? Bin ich aber verwirrt. Wie kommt... Ach so, ja, stimmt. Also das ist hier die linke Tür. Aber dann gibt's eben noch die rechte Tür. Und in der rechten Tür sollte es eigentlich weitergehen. Oder habe ich da jetzt wieder was falsch verstanden? Hä? Was ist das hier? Was ist das? Was hat es damit auf sich zu tun? Was hat es damit auf sich? Und hier geht es ja auch nicht weiter. Und warum ist da drüben ein Pokéball? Und da ist, warum ist da was Gelbes? Warum teleportiert er mich nicht? Warum teleportiert er mich nicht? Warum teleportiert er mich nicht? Das finde ich ja ziemlich doof. Und außerdem... Wenn das hier nicht weitergeht, wo ist... Warum geht der Teleporter nicht? Und wo ist eigentlich Lucia? Ich dachte, wir treffen uns am Eingang. Was stimmt denn da nicht? Sie meinte, wir treffen uns am Eingang. Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Das, irgendwie bin ich jetzt gerade total verwirrt. Wie schon in der... Ach! Erstens, Pokéball. Sternenstück. Okay, was denn? Waren wir hier? Wir waren hier noch nie? Hä? Moment mal, was ist Sternenstück? Teil eines hübschen Edelsteins, der in rötlicher Farbe schimmert, erzielt einen hohen Preis. Ah, okay. Also wie Riesenpelle so ungefähr. Und wieso waren wir hier denn noch nie? Hier kommen wir doch her, oder nicht? Aber da haben wir noch nie nach oben geguckt. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Also hier steht Lucia. Oh, Wolf! Sag mal, kannst du mir helfen? Du kennst doch dieses Team Galaktik, diese schrecklichen Leute. Sie wollten vor einer Weile Professor Ives Forschungsergebnisse in Jubelstadt entwenden, weißt du noch? Tja, und jetzt haben sie meinen Pokédex geklaut. Bitte hilf mir, ihn wieder zu erlangen. Lass uns zusammen kämpfen. Ja, okay. Du und deine Pokémon, zusammen mit mir und meinen Pokémon. Ein Traumteam! Dass es einfach nicht verlieren kann. Das einfach nicht verlieren kann. Diese fiesen Schurken werden mit ihren Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich. Bäm! Und da geht's auch schon los. Das erste Team Galaktik hier. Wir mit Lucia zusammen. Rüpel Galaktiker, Hunduster und Snibel. Wen haben wir jetzt eigentlich drin? Ach, Tornupto haben wir drin. Okay, cool. Und ein Relaxo. Von Lucia. Cool, dass sie einen Relaxo hat. Ah, ich weiß, warum wir Tornupto drin haben. Denn wir haben Eruption. Und Eruption tötet einfach alles und jeden. Auf Snibel natürlich sehr effektiv, auf Hunduster wird es nicht sehr effektiv sein. Mal gucken, ob es reicht. Ansonsten mit Relaxo schon den Rest machen.
Boah, aber es reicht. Unfassbar. Sehr schön. Dann ob du zweimal Body Slam. Ja, blöd, dass du kein Ziel hast. Was ist jetzt hier nochmal? Ich werde durch Klettdown verletzt. Ach ja, stimmt. Wir haben Klettdown, haben wir ja Tornupto gegeben. Warum verletzt mich das jetzt selbst? Moment mal. Bericht. Steht hier nicht nochmal irgendwie... Scheiße, ich muss das nochmal im Menü nachgucken, was Klettdown bringt. Ich habe jetzt so lange nicht mehr... also so gespielt, dass ich das gar nicht mehr weiß. Es war irgendwas Gutes, deswegen wollten wir es Tornupto ja geben. Aber das mit der Selbstverletzt ist natürlich ziemlich bescheuert. War das nicht, wenn ein Pokémon mich angreift, dann verletzt es sich quasi? Ich glaube, irgendwie sowas war das. Aber wie gesagt, das müssen wir nochmal nachgucken. So, mit Eruption die Hälfte abgezogen. Relax, du setzt selbst Knirsche ein, okay. Kann es das töten? Nein, kann es nicht. Relaxo wird bestimmt durch irgendeine Beere geheilt. Überreste. Ah nein, hö! Also hat sich durch Klettdown verletzt? Diesmal haben wir uns nicht durch Klettdown verletzt. Irgendwie check ich das nicht so ganz. Ah komm, machen wir nochmal Eruption, was soll's. Ich hatte überlegt jetzt, die Einzelnen zu töten, aber nachdem Relaxo Hundemond nicht besiegen wird, machen wir das mal lieber so. Damit der Kampf dann auch schnell vorbei ist. Und dann hoffe ich, dass meine letzte Eruption auch schon reicht, um das andere Team zu besiegen. Eruption hat halt den Nachteil, mit nur 5 Angriffen ist es halt scheiße. Dann müssen wir sehr oft ins Pokémon-Center rennen. Und jetzt? Jetzt hat das Spiel aufgehangen? WTF? Hallo? Okay, plötzlich geht's wieder. Ich check's jetzt gerade mal überhaupt nicht. Aber, ja, ich habe mal kurz getrickst. Ich habe mal kurz hier die Eliminationsspeed geändert und es hat scheinbar funktioniert. Ach, wir haben noch zweimal Eruption, stimmt. Beim ersten Mal gab es sofort den Kill. Ja, ist uns jetzt nach 66 Parts auch zum ersten Mal passiert, dass sich das Spiel aufhängt. Ja, kann schon mal passieren, solange es nicht abstürzt und nicht wir gerade schon bei Minute 20 sind und wir alles normal machen müssen, was ich nicht gut fände. Passt so schon. Oh, nicht sehr effektiv und trotzdem der Aschel besiegt die Vorentwicklung von Brutalanda im Übrigen, wie ich mal nebenbei gelesen habe. Und wir haben das erste von 2 Kindern besiegt. Der, deine Mutter ist ein Kind. Der. Ja, wir haben endlich wieder Geld. Wir brauchen ganz dringend Geld. Ah, das stinkt doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neu besorgen. Wen interessiert schon dieser dämliche Pokédex? Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, des ganzen Universums. Hier, nimm schon, du und dein dämlicher Pokédex. All den Kram, den wir bei uns auf dem Gebäude hatten, haben wir sowieso auch schon weggeschafft nach Weideburg. So benehmen wir... Was? Und so benehmen wir uns wie das, was wir sind. Und so benehmen wir uns wie das, was wir sind. Frei nach dem Motto, ihr bekommt euren Senf ab. Ich hätte aber lieber Mayonnaise. Was geht hier vor? Warum laufen die Typen vom Team Galactic durch die Straßen und benehmen sich, als ob ihnen alles gehört? Wolf, wie kann ich dir nur danken? Ohne meinen Pokédex wäre ich verloren gewesen. Für mich als Assistenten von Professor Eibe ist er wirklich unersetzlich. Was hast du als nächstes vor, Wolf? Ich werde wohl zum Pokémon-Landgut an der Route 202 gehen. Als Besucher bekommt man dort seltene Pokémon zu sehen, habe ich gehört. Ach, der Libell. Habt keine Furcht, meine Kinder. Ich bin in Windeseile herbeigeeilt, als ich von dem Duell zwischen Kindern und Team Galactic gehört habe. Meine erstklassige Spürnase sagt mir sofort, dass ihr es seid. Oh, da ist wieder dieser seltsame Typ aus Jubelstadt. Wie ungehobelt. Doch mein Genie ist zu verkennen, ein Teil meines Plans. Ich wollte nicht unhöflich erscheinen. Team Galactic hat mir meinen Pokédex weggenommen, deswegen bin ich wütend. Er ist mir einfach so rausgerutscht. Ich gehe jetzt besser. Nehmt euch vor Team Galactic in Acht. Das spielt alles keine Rolle. Die kriminellen Aktivitäten von Team Galactic sind es, die mich interessieren. Habseligkeiten eines Kindes zu stehlen scheint eine ungewohnt harmlose Tat. Doch hege ich weiter meinen Verdacht gegen dieses düstere Syndikat. Diese Tat könnte eine Ablenkung sein, die mich von ihrer Fährte abbringen soll. Wir müssen ihr Gebäude untersuchen. Komm mit! Wir werden es unserem prüfenden Blick unterziehen. Aha,
Aha, hier gibt es nochmal einen extra Eingang, scheinbar. Sehr interessant. Aha, mein unvergleichlicher Spürsinn sagt, dass wir einen Schlüssel brauchen. Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als die Entfleuchten nicht zu verfolgen. Wow, bist du gut. Huch, ein Pokéball. Oho, diese versteckte Maschine. Ah, geil. Sie enthält die Attacke Fliegen. Na, okay, wir haben hier schon Fliegen. Wulf, ich überlasse sie dir aus den Gründen, die ich nicht offenlegen kann. Doch dürfen wir sie nicht hier lassen, sonst fliegt uns das Team Galactic noch davon. Was haben wir aus dieser Übung nun gelernt? Nicht viel. Nun ja, aus dieser Folge wahrscheinlich dann auch nicht. Interessanter ist sowieso, dass ich in der Sp was ich in der Spielhalle aufschnappte. Team Galactic hat etwas nach Weideburg transportiert, etwas Verdächtiges. Was sie nun Sinn haben? Wir wissen es nicht, doch es ist zweifellos grässlich. Ja. Ich schnappe mal Fliegen. Das ist schön. Gut, dass wir jetzt hier Fliegen haben. Hier ist ansonsten nichts mehr. Hier kommen wir, wie gesagt, nur mit Schlüssel weiter. Sagst du jetzt noch irgendwas? Ich mache mir Sorgen um das, was in der Spielhalle. Ja, okay, bla 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 haben wir ja schon. Okay. Dann gehen wir am besten auch nochmal in die Spielhalle. Denn da können wir ja rein theoretisch so lange jetzt Münzen sammeln. Das habe ich ja euch schon erklärt. Bis wir uns hier was kaufen können. Gibt es hier irgendwas, was ich jetzt gerade echt gut gebrauchen könnte? Großlinse, Zoomlinse, Metronom, irgendwelche TMs. Nein, danke. Okay, dann, nachdem ich jetzt nicht auswendig weiß, was die TMs bringen, ihr könnt mir ja sagen, falls ihr wisst, um welche TMs es sich handelt, ob da irgendwie eine TM dabei ist, die es echt lohnen würde, dann würde ich nämlich oft eher hier ganz viele Münzen sammeln, denn man kann ja hier permanent an den Automaten gehen und sich so viele Münzen holen, wie man will, nachdem ja das Spielen rausgenommen wurde aufgrund der Tatsache, dass es zu Spielsucht führt und man so die Altersbegrenzung des Spiels hätte nach oben schrauben müssen. Klar, ist völlig lächerlich, aber naja, wir sind ja, ihr kennt das ja mit unserem System. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. So, das reicht auch schon wieder. Hier ist ansonsten nichts Neues. Und wir sind jetzt wieder auf uns alleine gestellt und müssen dann, so wie sich das angehört hat, wohl Richtung Weideburg gehen. So, weil nach Blizzard komme ich ja hier schon mal gar nicht. Da müssen wir nämlich Surfer brauchen wir da. Und Weideburg ist da unten. Also müssen wir jetzt auf Route 212. Dazu müssen wir vorher mit Brutalander darüber fliegen. Jetzt könnten wir so oder so. Aber es ist natürlich ganz praktisch, dass man jetzt sowieso Fliegen hier bekommen hätte. Denn so kann man jetzt nach Herzhofen fliegen und dort den Weg nehmen, der einen nach unten führt, eben auf diese besagte Route 212. Ich bin sehr froh, dass Lucia mir das gesagt hat. Ansonsten wüsste ich jetzt nämlich schon wieder nicht, wo ich hin muss als nächstes. Okay, wir müssen definitiv nach genau hier runter, nach links und dann runter. Mittlerweile kann man da durch? Na, immer noch nicht, oder? Die Wettbewerbe sind interessant, aber die Ruinen von Trostu auch. Tut mir leid, aber das Tor ist zurzeit wegen Dreharbeiten geschlossen. Also kannst du hier immer noch nicht durch. Du kommst also immer noch nicht auf Route 202. Wie kommen wir denn dann? Da werden wir wohl Surfer brauchen, oder? Wie kommen wir denn dann jetzt hier runter? Gibt es hier noch irgendeinen geheimen Weg? Das verwirrt mich jetzt ein wenig. Wir werden da jetzt wohl keinen Wettbewerb gewinnen müssen, oder? Naja, ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben in dieser Folge ja jetzt doch schon einiges gesehen. Und ich werde die Folge jetzt erstmal beenden, werde mir off-air mal angucken, wo ich hin muss, denn ich habe echt keine Ahnung. Und bevor ich jetzt hier 10 Minuten wieder rumirre, wie in der 64. Folge, gucke ich lieber nach und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir mit Vollgas weitergehen. Das heißt, nee, wartet mal. Nix, 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 nächste Folge. Lucy sagt 212. Okay, hier sieht's aus, als würden wir einen Surfer brauchen. Aber ich weiß es ja wohl nicht. Also warum gehen wir eigentlich nicht von Schleidelitz einfach auf die Route 214? Ich meine, das ist ja lächerlich. Probieren geht ja wohl über Studieren und wenn ich wenigstens schon die Idee habe, dann möchte ich nicht in der nächsten Folge dann sagen, ja, so wie ich gesagt habe oder so gedacht habe und
Hallo? Ist doch völlig klar, dass man jetzt nicht erst wieder in eine Stadt zurück muss, sondern von der Stadt, in der man zuletzt war, dann da logischerweise, also ich hoffe es, natürlich weiß ich ja auch nicht, ob es da weitergeht, aber nachdem wir hier auch noch nie waren. Schöne Reporterin. Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wäre es mit einem schnellen Interview? Nein. So, was du? Du willst die Route 214 entlang gehen? Das ist nicht wirklich dein Ernst, oder? Was? Die ist doch viel zu unwegsam und dort gibt es nichts zu sehen. Gut, da gibt es diesen Rune-Maniac, den du mal besuchen könntest. Dieser Typ gräbt sich ganz allein durch dickstes Felsgestein. Aha. Kriegen wir da dann vielleicht die VM, die uns hilft, diese komischen Wände hochzulaufen? Schleide, ne. Also scheinbar geht's hier schon weiter. Aber wie es da weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt stimmt's.